aus wie Daniel. Russland war für mich wirklich ein cooles Land. Warum? Weil die haben mit wenig Mittel wirklich coole Sachen gemacht. Schaschlik gibt es wirklich in extrem viele Sorten. Ja, und das ist eine coole Geschichte. Wenn man jetzt einen Schaschlik vom Schweineherz. So. Und machen da einen Limettenschmand dazu. In Russland hat es ein Lavaschbrot gegeben. Lavasch ist so, ja, wenn man das Fladenbrot vom türkischen Händler kennt. Habe ich mir jetzt auch besorgt. Und daraus machen wir so eine Art Wrap mit einem Tomaten-Gurkensalat. Richtig schön mit Knobi. Ja. Und dem Schaschlik dazu. Schaschlik braucht ihr gar nicht so klein schneiden alles. Könnt ihr ruhig größere Stücke machen. Einfach hier rein, zum Schmand dazugeben. So. Dann geben wir ein bisschen Limette dazu. Und natürlich unser Gewürz. Das ganze Ding mariniert ihr, ne? Am besten lasst ihr das einfach ein bisschen ruhen. Für eine Stunde, zwei Stunden oder noch besser über Nacht einfach im Kühlschrank ziehen lassen. Ja, vermengt ihr das? So, macht ein bisschen Gewürz rein. Ich mache das jetzt einfach mal so freie Nase. Man sieht auch schön, dass die Farbe annimmt. Ja, Bombe. Dann haben wir hier die Spieße. Die haben wir jetzt auf den Grill. Die müssen jetzt ein bisschen laufen. Das Ganze wird so 20, 25 Minuten dauern. So, einmal den Voila. Bombe, es läuft schon ganz alleine. Ja. Ich habe jetzt hier Schmand, Limette mit dem Gewürz gemischt. Ich habe hier das Lavasch, das typische russische Brot. Und dann machen wir hier den Salat. Nehme ich natürlich auch wieder das Gewürz. Das ist meine Wunderwaffe für Russland. Und nochmal heute Abend wirklich meine Freundin Spiridula. Er mischt es. So. Und jetzt machen wir mal den Wrap der anderen Art. Na? So, dann habt ihr hier den Spieß. Schauen wir mal zusammen rein. Schaut bombenmäßig aus, würde ich sagen. Schaut euch das an. Ja. Wirklich Granate. Verteilt es hier schön drauf. Ich würde sagen, ein Stück lassen wir für den Koch. Super. Wahnsinn. Schaut euch das mal an. Wirklich Granate. So, dann habt einfach Spaß dabei. Genießt den Abend, egal ob es regnet oder ob die Sonne scheint. Holy shit, in diesem Sinne. Euer Kalle.